Wir kommen zu einem Video zur Regelungstechnik. Jetzt geht es um die Stabilität eines Regelkreises durch die Kenntnis der Wurzelorte. So, was wir wissen ist, dass wir einen Regelkreis über die Führungsübertragungsfunktion beschreiben können. Unser FW von S ist also gleich X von S, die Regelgröße, durch die Führungsgröße. Und wenn wir als Ziel unseres Wurfes ein T2 ansetzen, na, dann müsste es eigentlich so ausschauen, dass wir hier eine Funktion bekommen, die 1 plus s mal t1 plus s Quadrat mal t2 zum Quadrat ergibt. Das ist also im Oberbereich. Und wenn wir jetzt hier zurückgehen in den Zeitbereich, dann müssen wir daraus eine Differentialgleichung bilden oder direkt rücktransformieren. Wir werden es über die Differentialgleichung machen. Und das ist nichts anderes, als dass wir sie kreuzweise multiplizieren, weil wir halten also hier ein x von s mal einem 1 plus s mal t1 plus einem s Quadrat mal t2 zum Quadrat ist also gleich unser w von s. Jetzt gehen wir zurück, also wir hier rein multiplizieren und alles zurückholen, erhalten wir hier gleich umgeschrieben eine Differentialgleichung t2 zum Quadrat mal der zweiten Ableitung von unserem x von t nach dt plus einem t1 mal der ersten Ableitung unserer Regelgröße plus unser x von t, und das gleiche ist dann unsere Störgröße oder unsere entsprechende Führungsgröße w von t. Also eine inhomogene, gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, die können wir gut, das heißt wir können also hier die homogene Lösung dieses Teils hier finden, indem wir unseren Ansatz machen für unser x von t und erhalten eine charakteristische Gleichung. Die also so aussieht, wir haben also hier stehen t2 zum Quadrat mal Lambda Quadrat plus t1 mal Lambda plus 1 ist also gleich 0, also eine quadratische Gleichung. Und wenn wir uns das jetzt hier ansehen, naja, dann erinnert uns doch ganz stark nach dem Ausdruck hier oben. Schauen wir mal hier, hier haben wir doch eigentlich das gleiche in S stehen. Das heißt also, wir hätten also hier Folgendes stehen, wenn wir den Nenner, machen wir vielleicht hier oben noch eines dazu, ist also das gleiche wie der Zähler von S im S-Bereich durch den Nenner im S-Bereich. So. Und jetzt haben wir den Nenner im S-Bereich, der sieht doch ganz gleich aus. Der sieht doch genauso aus, dass wir hier haben d2² mal s Quadrat plus t1 mal s plus 1 ist ebenfalls gleich 0. Das heißt, wir können also direkt hier oben reinschauen in unsere Übertragungsfunktion und diese Gleichung hier abschreiben und können jetzt die quadratische Gleichung lösen. Und jetzt erhalten wir unterschiedliche Fälle, das wissen wir schon, für die Lösungen. Also ob wir jetzt das s oder Lambda taufen, ist also hier jetzt sekundär. Wir erhalten also hier unterschiedliche Lösungen. Na, und wie werden diese Lösungen liegen? Zeichnen wir als erstes einmal hier unsere Zahlenebene ein für die unterschiedlichen Lösungen. So. Wir wissen also, wenn wir eine quadratische Gleichung lösen, können wir also reelle und komplexe Lösungen rausbekommen. Das heißt, wir machen also hier einmal eine reelle Achse, und zwar plus real, das ist der Zahlenstrahl minus reell, plus imaginär und minus imaginär. Und wo können jetzt die Lösungen überall liegen? Naja, einerseits können es einmal zwei Lösungen geben, die unterschiedlich sind und reell und im negativen Bereich liegen. Dann kann es eine Lösung geben, eine doppelte Lösung, ebenfalls hier im negativen Zahlenstrahl. Dann kann es Lösungen geben, die also hier
Konjugiertkomplex in dieser Ebene liegen. So, das nächste, was wir haben können, als Vergleich, kann es natürlich auch hier in dem Bereich passieren. Wir haben also hier unterschiedliche positive, positive gemeinsame und hier in dieser Ebene. Und es gibt auch noch einen Grenzfall. Der Grenzfall kann sein, dass wir also hier Lösungen bekommen, die nur aus konjugierten komplexen Lösungen. Das sind also die Fälle, die wir haben können. Eigentlich drei Fälle. Und jeder dieser Fälle, also wenn wir uns anschauen, hier haben wir drei Fälle, das ist der vierte, und hier haben wir nochmal drei Fälle, das sind sieben Fälle. Und diese sieben Fälle müssen wir uns anschauen. So, beginnen wir mit dem ersten Fall. Erstens, wir haben also, wenn wir jetzt von den Lambdas eingehen, Lambda 1 ist also ungleich Lambda 2 und beide sind also kleiner als 0, dann wissen wir, dass wir für die Lösung xh von t folgenden Ansatz haben, ist also gleich eine Konstante c1 mal e hoch Lambda 1 mal t plus eine Konstante c2 mal e hoch Lambda 2 mal t. Und wir wissen jetzt, dieses Lambda hier, so das hier ist also kleiner als 1 und das ist auch kleiner als 1. Das heißt, das sind also Minuszahlen und eine e hoch Minusfunktion. Na, wie sieht die jetzt aus? Na, die sieht jetzt so aus, dass wir sie hier runterzeichnen über die Zeit t. Und hier unsere e hoch Minus Lambda, wenn wir es so herzeichnen hier, so, mal t. Na, dann wird die bei 0, also hier bei 1 beginnen und wird dann hier abfallen. Das heißt also, das ist eine abklingende Funktion, hier klingt es ebenfalls ab. Und was heißt das für uns? Na, für uns heißt das, dass also die homogene Lösung nach der unendlich langer Zeit, also zum Zeitpunkt unendlich, 0 sein wird und nur noch die Anregung von außen wirkt und damit ist das Ganze stabil. Das macht genau das, was wir uns vorstellen. Wie sieht es jetzt aus für den zweiten Fall? Zweiter Fall, wieder Lambda 1 ist jetzt diesmal gleich wie Lambda 2, ist diesmal Lambda und das Lambda ist kleiner als 0. Und dann haben wir den zweiten Ansatz gehabt, xa von t ist also gleich c1 mal e hoch Lambda mal t plus c2 mal t, mal e hoch Lambda mal t. So. Was sehen wir? Na, hier haben wir wieder den gleichen Fall. Lambda ist also kleiner als 0. Das ist auch kleiner als 0. Wir haben also wieder e-Funktionen, die abklingen. Hier und hier in diesem Term. Beide haben wir. Das heißt also, das xh zum Zeitpunkt unendlich wird ebenfalls wieder 0 werden. Und das bedeutet, die der Eingang folgt dem Ausgang, es gilt nur mehr die partikuläre Lösung. Dritter Fall. Dritter Fall, Lambda 1 ist also jetzt konjugiert komplex, oder Lambda ist konjugiert komplex, Lambda 1 ist also gleich Sigma plus J Omega und Lambda 2 ist also gleich Sigma minus J Omega. Und die Sigma, das ist also kleiner als 0 und das ist auch kleiner als 0. Dann erkennen wir die Lösung, die wir für so eine Differentialgleichung ansetzen, das xh von t besteht also aus einer Konstante c1 mal e hoch Sigma mal t mal Cosinus Omega t plus Konstante c2 mal e hoch Sigma mal t mal Sinus Omega t. So. Wenn jetzt das Sigma wieder kleiner als 0 ist, dann haben wir zwar ein Schwingen am Anfang dieser Lösung, aber das Ganze klingt ab. Nach unendlich langer Zeit sind beide Exponentialfunktionen auf 0 gegangen. Das heißt, unser xh von t zum Zeitpunkt unendlich wird 0. Das heißt, unser Eingang, also Ausgang ist wieder Eingang und damit hat also unsere Regelung funktioniert. Vierter Fall. Lambda 1 ist also jetzt wieder Sigma plus J Omega und Lambda 2 ist also gleich Sigma minus J Omega
Und jetzt sind aber beide hier 0. Das heißt, die liegen also genau auf dieser imaginären Achse. Und jetzt, wenn wir diese Gleichung hier nochmal ansehen, unser xH von t, das gleiche, was wir vorher haben, c1 mal e hoch 0 mal t, können wir gleich hinschreiben, mal Cosinus Omega t, plus c2 mal e hoch 0 mal t, mal Sinus Omega t. Dann sehen wir 1, e hoch 0 ist also 1. Der Wert wird also zu 1 und wir haben also hier einen Dauerschwinger. Das heißt also, stabil ist das nicht mehr. Also wir haben hier xh zum Zeitpunkt unendlich, also egal wo wir sind, wird schwingen. Allerdings mit konstanter Amplitude. So, fünftens, na jetzt gehen wir in die rechte Fläche her und sagen also, Lambda 1 ist also gleich ungleich Lambda 2 und beide sind größer als 0. Na, und jetzt haben wir, sehen wir schon bereits unser Problem. Wenn wir also jetzt unser xH von t anschauen, also c1 mal e hoch Lambda 1 mal t plus c2 mal e hoch Lambda 2 mal t und die Werte sind jetzt größer als 0. Dann sind das Exponentialfunktionen, die zum Zeitpunkt 0 den Wert 1 haben, e hoch 0 ist 1, und hier anwachsen. Genauso wie das hier. So, ist der Wert 1, 1. Und die wachsen an. Das heißt, das xh von t geht zum Zeitpunkt unendlich gegen unendlich. Das heißt, unser Eingang wird nicht mehr der Ausgang sein, sondern das Ganze ist instabil geworden. Es ist also in die Unendlichkeit davongegangen. Der Ausgang ist irgendwo hingedriftet. Das gleiche Problem haben wir natürlich in unserem nächsten Fall, also Lambda 1 ist also gleich Lambda 2, ist also gleich Lambda, sehen wir nur eine Dämpfungsfunktion, das heißt unser xH von t wird also sein unser c1 mal e hoch Lambda mal t plus unseren c2 mal t mal e hoch Lambda mal t. So. Beide sind hier größer als 0. Das heißt, sowohl der erste Term wie auch der zweite Term wachsen gegen unendlich und das heißt, xh zum Zeitpunkt unendlich wird ebenfalls unendlich sein. Es geht halt noch schneller als beim Fall zuvor, dieses Ansteigen des Ausgangs. Nun, und das letzte, was wir noch hätten, siebtens, das schreiben wir nun mal hin. Wir haben also hier jetzt eine schwingende Form und diese schwingende Form, die sieht jetzt so aus, dass wir haben xh von t ist also gleich unser c1 mal e hoch Lambda mal t mal Cosinus Omega t plus und so weiter. Und wir sehen, das ist wieder hier größer als 0. Das heißt, das Ganze wird aufschwingen und das xh zum Zeitpunkt unendlich wird also ebenfalls instabil sein. Das heißt, diese Fälle sind instabil. Wir haben uns jetzt genau drei Fälle kennengelernt. Gehen wir das Ganze nochmal durch. Also, unser Ziel eines Regelungsentwurfs ist ein T2-Element. Das T2-Element besteht aus einem Z von S durch ein N von S im Oberbereich. Wenn wir das Ganze in den Zeitbereich bringen, multiplizieren wir das kreuzweise, holen uns das Ganze in den Zeitbereich zurück, haben eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, machen daraus die charakteristische Gleichung und sehen jetzt, wenn wir die charakteristische Gleichung anschauen, dass die eigentlich gleich aussieht, wie der Nenner unserer Übertragungsfunktion, nur dass hier statt Lambda S steht. Wenn wir also jetzt gleich von vornherein die Gleichung hier lösen, mit dem s Quadrat kommen wir aufs gleiche wie hier. Das heißt, der homogene Anteil. Schauen wir mal, wie die Lösungen liegen können. Die können jetzt liegen entweder auf der negativen reellen Achse, doppelt drauf oder konjugiert komplex in der negativen Halbebene. Die können genau auf dem imaginären Zahlenstrahl liegen oder sie können in der rechten Halbebene liegen. Schauen wir uns die Folgen dieser Lagen an. Das erste ist, dass also beide auf der negativen reellen Achse liegen und unterschiedlich sind. Na, unser Ansatz dafür, wir sehen also, hier ist, müssen wir noch was ändern, das ist also klein, nicht kleiner als 1, sondern kleiner als 0. So. Kleiner als 0 bedeutet aber, die E-Funktion klingt ab, das Ganze wird also nach der unendlich langen Zeit verschwinden und damit ist unsere Regelung stabil.
wenn die beiden gleich sind, Lambda 1 und Lambda 2 oder S1 und S2, dann haben wir genau das gleiche Problem, also oder die gleiche Sachlage. Die E-Funktionen klingen um unendlich langer Zeit ab, damit wird das XH verschwinden. Was sieht aus, wie sieht es jetzt aus, wenn wir noch eine Schwingung dabei haben? Wir haben also, es liegen jetzt in der komplexen Ebene, dann haben wir hier diesen Schwingungsansatz mit dem Cosinus Omega T und Sinus Omega T und die beiden Dämpfungsfunktionen E hoch Sigma T. Und jetzt, wenn die jetzt kleiner als 0 sind, klingen die ab, gesamt mit dem Sinus und dem Cosinus und dann unendlich langer Zeit, haben wir also auch wieder 0, wir sind auch wieder stabil. Jetzt wird es kritisch. Was ist, wenn wir jetzt in diesen Sigma plus J Omega unser Sigma 0 setzen? Na, dann gehen wir in diesen Lösungsansatz hinein, E hoch 0 ist 1, es bleibt eine reine Cosinus- und eine reine Sinusfunktion übrig, und das heißt, wir haben einen Dauerschwinger. Allerdings mit stabiler Amplitude. Und unsere Regelung funktioniert nicht mehr so, wie wir uns vorstellen. Dann, jetzt gehen wir in den rechten Bereich. Lambda 1 ist ungleich Lambda 2 größer als 0. Jetzt haben wir aufschwingende E-Funktionen. Die homogene Lösung wird nicht mehr verschwinden, sondern wird ins Unendliche anwachsen, damit wird unsere Regelung nie mehr funktionieren. Sie wird die Wirkung der partikulären Lösung, der Eingangsgröße, zunichte machen. Das gleiche passiert uns, wenn die beiden gleich sind und positiv. Und wenn es jetzt noch zu schwingen anfängt, dann schwingt es halt eben auf, wird immer größer und größer. Und nach unendlich langer Zeit haben wir also ebenfalls wieder eine instabile Regelung. Soweit zu diesem Stabilitätsbegriff mit dem sogenannten Wurzelort. Wurzeln der quadratischen Gleichung sind hier gemeint. Der Ort liegt in der komplexen Zahlenebene. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.